Sie müssen sich vergewissern, ob der Rahmen auch parallel zur Tür verläuft. Diese Tür ist perfekt. Gut gemacht, Al. Danke, Wir haben hier etwas eingebaut, das Ihnen gefallen wird. Zu Hause ist es meistens so, dass die Türen offen stehen und lästige Insekten oder Vertreter reinkommen können. Deswegen haben wir den Binford 60-100 Glidemaster eingebaut. Sobald Sie durch die Tür gegangen sind, schließt sie sich selbsttätig. Ja. Gut. Aber so schön dieses Werk ist, so kann doch immer noch einer von diesen Power-Moskitos reinsausen oder der Gerichtsvollzieher. Bumm, ist er drin und du merkst es nicht. Also hat der böse Bube dafür gesorgt, dass die Tür 10-mal schneller zugehen kann. Wirklich? Ja. Dazu brauchst du nur einen kleinen Magnetschalter von Binford. Ich stelle auf die gewünschte Geschwindigkeit. Fertig. Versuch's, komm. Heidi, bitte, versuch's mal. Oh, ja, aber klar doch. Gut, dann mach ich's eben. Man geht ganz einfach durch und die Tür schließt sich. Und wenn die Tür bei Ihnen installiert wird, dann brauchen Sie bruchfestes Glas. Und auf jeden Fall ein bisschen mehr Grips. Das war's für heute. Schalten Sie morgen wieder ein bei unserer Sendung Der erfinderische Heimwerker. Dazu diskutieren wir über Pumpen und wie sie funktionieren. Ach, da fällt mir ein, pumpst du mir 20 Dollar? Tolle Sendung, Tim. Danke, Boss. Bedanken Sie sich lieber bei dem jungen Mann, der gerade zur Notaufnahme gebracht wird. Dave, sag, du kommst von mir, dann kriegst du die Tim Taylor Suite. Und lass dich nicht abwimmeln. Ja, und besteh auf die Minibar. Wissen Sie, was mir aufgefallen ist, Tim? Wir beide sind noch nie zusammen ausgegangen. Bud, wenn Sie mit mir ausgehen wollen, dann muss ich vorher zum Friseur, um mich schön zu machen. Wie wäre es, wenn Sie mit mir und meiner Frau heute Abend zum Bowling gehen? Anschließend können wir etwas essen. Das wäre ganz genau die Kugel, die ich schieben möchte. Ja, gut, abgemacht. Eileen und ich gehen wahnsinnig gern zum Bowling. Wir haben heute Abend noch nichts vor. Dabei bleibt es auch. Heute schon verabredet? Wieso glaubst du mal, dass sich niemand für mich interessiert? Dann hast du was vor? Nein, du kannst mich haben. Angela möchte gern mit ihrer jüngeren Schwester ausgehen. Du magst sie sicher. Ihr Name ist Jessica. Sie hält dich für sehr hübsch. Sie ist auch hübsch. Allerdings schlägt sie mehr nach Dads Familie. Von denen sind eigentlich alle Alkoholiker. Sie saufen sich mehr oder weniger zu Tode. Ist sie dir ähnlich? Die Leute meinen, es sieht uns ähnlich, dass wir uns ähnlich sehen. Hey, Randy, das ist heute dein Glitzer. Sie wird sicher sehr enttäuscht sein, wenn du nicht mitkommst. Also überleg es dir nochmal. Es wäre nämlich schade, wenn du nicht mitkommst, weil sie sich wirklich darüber freuen würde. Okay, ich werde intensiv darüber nachdenken. Gut. Keine Angst, er kommt schon mit. Hallo. Hallo. Wiedersehen. Wiedersehen. Was hat die von dir gewollt? Nichts Wichtiges. Brad und Angela wollten mich überreden, mit ihrer kleinen Schwester auszugehen. Ich fürchte nur, sie ist genauso eine Nervensäge wie Angela. Ich finde, du solltest nicht so viele Vorurteile haben. Hey, ich war jedenfalls nicht derjenige, der gesagt hat, dass sie wie ein langer Fingernagel auf einer Schiefertafel ist. Das war ein ganz persönliches Gespräch, das ich mit deinem Vater geführt habe. Hallo. Leg den Fisch weg und zieh dich sportlich an. Wir gehen mit Pat und seiner Frau zum Bowling und danach zum Essen. Das geht nicht, ich kann nicht mitgehen. Ich muss zu meiner Vorlesung über anormales Verhalten. Du bist doch vollkommen normal, du brauchst da nicht hinzugehen. Die Welt ist voll von Verrückten, aber wir sind machtlos. Das musst ausgerechnet du sagen. Wir müssen da unbedingt hin. Hase, ich kann doch da nicht einfach schwänzen, nur weil dein Chef zum Bowling will. Nein, nein, es geht nicht ums Bowling, es geht um meine Zukunft bei Binford. Das ist vielleicht der Anfang eines Tim-Taylor-Imperiums. Das Tim-Taylor-Imperium? Wieso nicht? Es muss doch nicht bei der Tooltime-Sendung bleiben. Wie wär's mit UFO-Time? Wir könnten das, warte mal, wie heißt es, fortsetzen. Tooltime, the next generation. Oder Tim Taylor interaktiv. Wieso bist du nicht bei mir interaktiv? Versteh doch, wenn jemand wie Bud uns zum Bowling einlädt, dann gehen wir dahin, weil das für die Karriere gut ist. Und wo bleibt meine Vorlesung?
Wenn sie dir jemand aufzeichnet, kannst du nicht einmal was für mich tun, Jill. Wenn ich das jetzt für dich tue, was bekomme ich dafür? Das erhabene Gefühl, an der Entstehung des Tim Taylor Imperiums beteiligt zu sein. Vielleicht doch eine Uhr? Hast du dich schon mal gefragt, wie viele Füße in solchen Bowlingschuhen gesteckt haben? Hier waren es nie mehr als zwei auf einmal. Es wäre nett, wenn du heute nicht über deine Psychologieklasse reden würdest. Ich möchte, dass der Abend schön wird. Willst du mir etwa vorschreiben, was ich darf und was ich nicht darf? Das war doch nur ein Vorschlag, weil ich dann größere Chancen habe, dass er sich für meine Ideen interessiert. Mir passt das nicht. Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich nicht mitgekommen. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich bin heute Abend ein bisschen nervös. Ich möchte, dass es gut läuft. Jill, weißt du, ich brauche dich unbedingt. Das Imperium würde ohne dich kein Imperium sein. Mit dir an meiner Seite... Hallo, Tim. Den Rest kennst du. Hallo, Bud. Hey, Tim, wie geht es Ihnen? Tim, Jill, das ist meine Frau Jean. Hallo, freut mich sehr, freut mich auch. Na endlich, Jean. Ich sehe doch immer Tooltime, da habe ich das Gefühl, ich kenne sie schon. Ja, Jean liebt die Sendung sehr. Wirklich? Oh ja, besonders wenn sie so tun, als ob sie unbegabt wäre. Das ist super. Das hat er drauf, ja. Jill, wie sind denn die Psychologiekurse? Wenn ich darüber spreche, verderbe ich Ihnen den Abend. Ich verstehe. Die Schule ist schwer. Als ich damals meinen Abschluss nachholen wollte, ging das nur per Abendschule, weil ich so viel Arbeit hatte. Wirklich? Ich wundere mich selbst, dass ich das geschafft habe. Ja, Bowling mit dem Heimwerker King. Ich hatte immer Träume, die haben mir geholfen. Das ist ja nicht zu fassen. Wie viele Punkte liegen wir vor? Ihr führt mit 10. Wollen Sie mich das jetzt nach jedem Durchgang fragen? Ja, das möchte ich. Hey, Bart, entspann dich doch. Ich bin ganz ruhig. Ich habe Hunger. Sollen wir was zu essen bestellen? Ja. Oh, nein, nein. Ich erlaube nicht, dass auf der Bahn gegessen wird. Irgendjemand verschüttet immer etwas. Was, Sie erlauben es nicht? Wir verstehen das doch. Das verstehen wir doch. Außerdem willst du doch auf dein Gewicht achten, Schatz. Entschuldige mal. Passt dir irgendwas nicht mit meinem Gewicht? Jill, wir können auch später essen, meinte ich. Ich werde mir einen großen Topf Popcorn holen mit einer extra großen Portion Butter. Na gut, während wir eine Pause machen, werde ich inzwischen Kolophonium holen. Und dann werdet ihr eine große Überraschung erleben. Was ist denn los mit ihm? Sie müssen Bart entschuldigen, aber er ist ein verdammt schlechter Verlierer. Die Männer sind ebenso veranlagt. Aber wenn Bud verliert, dann ist die Hölle los. Wie bitte? Im letzten Jahr hat er gegen den Vizepräsidenten seines Konzerns gespielt und verloren. Bud hat ihn sofort in die Verpackungsabteilung verbannt. Und? Nach Pakistan. Ich will schnell noch einen Versuch machen, bevor Bud wieder auftaucht. Dann muss ich mir nicht immer sein Gemecker da anhören. Schätzchen, du weißt überhaupt nicht, wie man spielt. Kann ich schnell mit dir über das Spiel hier sprechen? Oh, ich werde verrückt. Ich spiele heute das Spiel meines Lebens. Ist das nicht toll? Nicht mal schlecht spielen? Was? Weil es Bud nun mal nicht vertragen kann, wenn er verliert. Er ist ein schlechter Verlierer. Du erwartest von mir, wegen Bud auf das Spiel meines Lebens zu verzichten, weil dein Bud ein schlechter Verlierer ist? Mensch, ärgere dich nicht. Hast du das für Mark doch auch gemacht? Da war der Junge 5. Los jetzt! Ja! Abgeräumt. Ein Strike. Moment mal. Sie jubeln für die falsche Seite, Tim. Ich dachte, Sie wären Jill. Jetzt kommt Jill. Muss am Licht liegen. Jill, vergiss nicht den Ratschlag, den ich dir gegeben Steck habe. Steck dir deine Ratschläge an die Mütze. Ah, deine Hose ist geplatzt. Jessica, wie war die Pizza? Ich fand, dass sie liebt Pizza über alles. Sie ist gar nichts anderes. Weißt du noch, wie wir in dem chinesischen Restaurant Changu waren? Oh ja. Mr. Wu gefragt, haben Sie Pizza? Er starrte sie ganz fassungslos an, als ob sie völlig verrückt wäre. Sie hätte doch auch einen Hamburger essen können. Ich habe nämlich einen bestellt. Im chinesischen Lokal bestellst du dir einen Hamburger? Sowas habe ich noch nie gehört. Ich esse immer Burrito. Oh, das ist bestimmt Mom. Ich hoffe, es hat dir gefallen, Jessica. Danke, Randy. Ich hab mich... Hör endlich auf zu quatschen, Jessica. Mom wartet.
Wiedersehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wiedersehen. Ciao. Also, wie gefällt dir Jessica? Das weiß ich erst, wenn Angela sie mal zu Wort kommen lässt. Gib zu, du bist beeindruckt von ihr. Wenn ich mich mit einem Mädchen treffen will, würde mich auch das Ende ihrer Sätze interessieren. So wie bei meiner. Ja, so ungefähr. Hör doch endlich auf damit. Niemand wird dich deswegen nach Pakistan verfrachten. Ausgenommen? Ich vielleicht. Ich weiß nur eins, bei jedem deiner Strikes wurde einer meiner Träume zunichte gemacht. Das ist doch völliger Unsinn. Bud wird sich doch deswegen nicht an dir rächen. Hast du nicht gemerkt, dass der Mann nach dem 5. Durchgang schweigsam wie ein Regenwurm war? Zugegeben, er war etwas ruhig. Dass er ruhig war, ist sehr schlecht für mich. Und was schlecht für mich ist, das habe ich auszubaden. Er war so mies drauf, ich habe überhaupt nicht über meine Pläne sprechen können. Glaubst du im Ernst, dass ich dir die Zukunft versaut habe, bloß weil ich gut war? Diesen Schuh kannst du dir wirklich anziehen. Ach. Wenn ich das geahnt hätte, hätte ich dir nicht erlaubt, mitzukommen. Also bitte, du hast mich sogar angefleht, mitzukommen. Weil du mir helfen solltest. Doch, du bist einfach unmöglich. Erst muss ich meine Vorlesung sausen lassen, dann schreibst du mir vor, was ich sagen darf und was nicht. Dann hat Bud nicht erlaubt, dass wir was essen. Und zum Schluss muss ich auch noch schlecht spielen, damit Bud gewinnt. Ich dachte, du wärst flexibel. Flexibel? Was all deine vielen Bosse auch immer von mir erwartet haben, ich habe meine Rollen immer gut gespielt. Wie dein kleines Binford-Marionettenpüppchen. Binford stellt keine Marionettenpüppchen her, Jill. Aber wann immer du es gewollt hast, war ich deine Marionette. Ich bin sogar mit zur Einladung deines Professors gegangen. Ja, und danach hast du die ganze Nacht gemeckert. Ich habe immer getan, was du wolltest. Ich habe dich nur ein einziges Mal gebeten, die Soße rüberzureichen. Du hast sie doch gekriegt. Du hast gesagt, es wäre sehr wichtig, wenn ich mitkäme. Sehr. Und dann behandelst du mich wie ein dummes Mädchen. So, als ob ich nicht das Recht hätte, in deiner Nähe zu sein. Tja, meine Karriere ist mir eben sehr wichtig. Anscheinend ist für dich alles andere unwichtig. Oh nein, das stimmt nicht. Wo du mir die Kugel reingehauen hast, habe ich schon wahrgenommen. Oh, mach dir deswegen keine Sorgen. Du wirst genug Zeit haben, es auszukurieren. Hey, Wilson. Hallo, Nachbar. Bin ich blöd oder höre ich mitten im Winter die Grillen zirpen? Sie täuschen sich nicht. Ich habe meine Lieblingsgrille hier. Die bringt mir ein Ständchen. Können Sie nicht ein normales Haustier haben wie andere Menschen? Naja, ich habe mal ein Pinseläffchen gehabt. Aber mein Leguan hat es gefressen. Sie sind ein verrückter Vogel. Eine Haubenmeise hatte ich auch mal. Die hat meine Vogelspinne verspeist. Tut mir leid, dass ich damit angefangen habe. Apropos, Jill hat mir von dem Abend mit Bud erzählt. Was hat sie gesagt? Sie sagte, es wäre Bier ernst zugegangen. Bier gab's zwar nicht, aber ernst war es schon. Das kann ich Ihnen flüstern. Hat sie auch gesagt, dass ich sie wie ein dummes Mädchen behandelt habe? Ja, das hat sie, aber ich glaube, hübsches, dummes Mädchen. Es ist besser, wenn man sie nicht darauf anspricht. Sie hat schlechte Laune. Ist das falsch, wenn mir meine Karriere wichtig ist? Vielleicht hat Jill nur den Eindruck, dass ihr Ehrgeiz auf Kosten der Gefühle geht. Das erinnert mich an den englischen Kritiker John Ruskin, der sagt, wenn ein Mann sich einwickeln lässt, ist er nur noch Handgepäck. Ja, aber meine Großmutter sagte immer, mit Handgepäck kommt man schneller vorwärts. Wie weise, wie weise. Das kann Ihnen Ihre Frau aber nicht gesagt haben. Mit etwas Zahnpasta können Sie leicht den Rost von Ihrer Ladentheke entfernen. Aber Gurgel nicht vergessen. Also, Sie sind voll Farbe und haben kein Lösungsmittel. Was macht da ein erfindungsreicher Heimwerker? Er greift zu Pommes frites. Er löst fast alle Probleme mit Pommes frites. Aber in diesem Fall hat mein Partner wirklich recht. Das Fett der Pommes frites wirkt wie ein Lösungsmittel. Es löst die Farbe auf. Das stimmt. Und wenn man schon mit den Händen in den Pommes frites rumwühlt, kann man auch gleich eine probieren, die noch nicht mit Farbe verschmiert ist. Al, was ist der nächste Tipp für den erfinderischen Heimwerker? Okay, nehmen wir an, Sie haben kein Poliermittel und wollen Messing polieren. Was können Sie tun? Tja, was nimmt der clevere Heimwerker? Ketchup! In den Tomaten ist Vitamin C. Es nimmt den Belag völlig weg. In Wirklichkeit ist es Essig. Ich glaube, es ist eher das Vitamin C. Ich glaube, es ist doch der Essig. Ich glaube, das ist meine Sendung. Vielleicht doch Vitamin C. Danke, Al. Wir bringen noch mehr Tipps gleich nach der Binford-Werbung. Al, wie kannst du einfach behaupten, dass das Essig ist? Ich habe dir das die ganze Zeit schon gesagt. Oh, Bud. Sir. Tim? Ich muss unbedingt mit Ihnen sprechen. Oh, ich wusste, dass das kommt. Ich brauche eine Revanche, weil ich Sie und Jill schlagen möchte.
Eine Revanche, das lässt sich leider nicht machen. Wieso nicht? Weil es Jill keinen Spaß gemacht hat und ich will sie nicht nochmal fragen. Auch wenn es für mich bedeutet, dass sie mich dann nach Pakistan in die Wüste schicken. Pakistan? Ja, ich weiß über den Vizepräsidenten Bescheid. Jean hat mir alles erzählt. Nach dem Bowling haben sie ihn nach Pakistan geschickt. Oh. Hat sie Ihnen auch gesagt, dass das Ihr blöder Bruder war, der bei uns Firmengelder veruntreut hat? Dieses kleine Detail muss sie ausgelassen haben. Aha. Ich habe die Filiale extra aufgemacht, um ihn dahin schicken zu können. Dann war das nicht, weil er beim Bowling besser gewesen ist als Sie? Selbstverständlich nicht. Dafür bin ich ein viel zu guter Geschäftsmann. In diesem Fall könnte ich Ihnen was vorschlagen, was für meine Zukunft bei Binford wichtig wäre. Mich interessiert sowas. Aha. Rufen Sie meine Sekretärin an und machen Sie einen Termin aus. Ja. Oh, ich vergaß. Die Sekretärin ist auch in Pakistan. Nein. Willst du nicht hören, was ich sagen will? Nein. Ich bin nur gekommen, um... Nein! Könnte es sein, dass du Nein gesagt hast? Hey, Mark. Der Strauß ist für dich. Nein. Es tut mir leid, was beim Bowling passiert ist. Ich habe mich idiotisch verhalten. Tim, es handelt sich nicht nur um gestern Abend. Sowas ist schon oft passiert, seitdem du für Bud arbeitest. Ehrlich? Ja. Zum Beispiel das Wochenende. Wir wollten zusammen wegfahren. Nur wir beide. Ja, aber wir waren zu dritt. Genau. Ich befürchte nur, wenn Bud dir befiehlt, aus dem Fenster zu springen, du na klar sagst. Aber ich bin diejenige, auf der du landest. Ich versuche, vorbeizuspringen. Tim, ich weiß, du musst an deinen Beruf denken. Ich weiß das, nur ich möchte, dass du auch an mich denkst. Ja, das tue ich doch auch. Wenn wieder mal mein Ehrgeiz im Weg ist, dann sag es mir, damit ich es auch weiß. Okay. Dann hole ich mir jetzt die Blumen. Nein. ich möchte, dass wir was Schönes machen heute Abend. Sag du, was es sein soll. Tja, wir könnten die Treppe raufgehen, schummriges Licht machen. Ja. Ins Bett gehen. Oh, ja. Und mindestens 2 Stunden. Nein, nach deiner Attacke mit der Bowlingkugel ist das zu optimistisch. Ich habe doch nur gemeint, dass wir uns die Kassette von der Vorlesung anhören, die ich verpasst habe. Das ist ja schlimmer als die Bowlingkugel. Dazu. Jetzt gibt es Nachos, Pizza und Chili. Wahnsinn. Ja. Heute achten wir nicht auf unser Gewicht. So macht Bowling Spaß. Ruhig und entspannt spielen, keine Männer und viel Essen. Genau. Oh Mann, so muss Bowling für mich sein. Ja. Keine Frau, nichts dabei essen und erst aufhören, wenn ich gewonnen habe. Gut. Hat meine Frau erzählt, was ich mit dem Kerl gemacht habe, der mich gewinnen lassen wollte? In die Arktis geschickt? Antarktis. Das erinnert mich an den englischen Kritiker John Ruskin, der sagt, wenn ein Mann sich einwickeln lässt, ist er nur noch Handgepäck. Mein Onkel Bobo hat mir das auch... Hat meine Frau erzählt, was ich mit dem Kerl gemacht habe, der mich verlieren lassen wollte? Nord-Südpol? Antarktis. Pinguintanz.